Barbecue. Heute gibt es einen Grund mehr, auch im Advent den Grill anzuschmeißen. Und zwar machen wir heute richtig cooles Adventsgebäck. Schaut mal hier, die sind richtig, richtig cool. Und wir fangen die einfach mal jetzt an, direkt zu grillen. Wir machen jetzt diese leckeren Adventsröllchen und da brauchen wir wieder ein paar Sachen für. Und zwar als erstes habe ich hier Blätterteig. Dann haben wir hier einen Mörser. Geht hier vorne weiter direkt mit Erdnussbutter. Das ist aber die cremige, also nicht die stückige. Dann haben wir hier ein bisschen Ahornsirup. Dann kommt hier Frischkäse dazu. Und dann sind wir schon bei unseren Gewürzen. Da haben wir hier, das ist... Zimt. Zimt, logisch. Und zwar, wie viel Gramm? 15 Gramm. Ich werde es nie lernen. Dann haben wir hier Muskat, und zwar eine gehörige Messerspitze voll. Dann, das kann ich wieder erkennen, und zwar sind das 4 Nelken und 3 Pimentkörner. Und hier haben wir Koriander. Das ist wie viel ungefähr? Ein Teelöffel, ja, würde ich sagen, ein Teelöffel voll ungefähr. Super. Dann haben wir hier Pistazien. Kleine gehackte Pistazien. Ich wäre jetzt selber drauf gekommen, verdammt. Dieses ist Milch, das kenne ich schon. Dann haben wir hier noch eine Schüssel, klar, ein Backblech, auch da komme ich heute auf den Namen. Dann haben wir hier noch einen kleinen Pinsel, einen Silikonpinsel, 2 Löffel und wie immer, wenn wir grillen, scharfes Messer und ein Brett. Ich glaube, jetzt fangen wir einfach an. Jetzt schnappen wir uns erstmal unseren Koriander und unsere Nelken und unseren Piment und mörsern die erstmal möglichst klein. Jetzt geben wir schon mal unsere gemörsten Gewürze, dann unseren Zimt, jetzt habe ich's. Und unseren Muskat in die Schüssel vermischen wir immer schon mal ganz kurz und dann geht es gleich weiter. So sieht jetzt die Mischung aus. Riecht hier schon richtig wie Weihnachten. Wir werden wahrscheinlich nicht alles brauchen. Deshalb mischen wir jetzt erstmal das andere Zeug zusammen und dann schmecken wir das mit der Gewürzmischung ab. Schnappen wir uns als allererstes jetzt den Frischkäse. Ich mag ja persönlich Frischkäse sehr gerne. Und tun da jetzt 2 richtig gute Löffel von der Erdnussbutter oben drauf. Und dann kommt natürlich noch ein Schluck von dem Ahornsirup dazu. Die Flaschen, die ödeln wir jetzt gerne zu. Also hier mal einen richtig guten, ordentlichen Hieb. Und dann vermischen wir das. Jetzt kommen dazu noch 2 Teelöffel von dieser weihnachtlichen Gewürzmischung. Und das ist dann das Ergebnis, unsere kleine Adventscreme. Jetzt markieren wir schon mal unseren Teig, die Stückengröße, die wir brauchen. Und zwar mal dritteln wir den uns ungefähr und ziehen dann jeweils immer so eine Diagonale hier durch. Ungefähr so. Und jetzt bestreichen wir das ganze Spiel gleichmäßig mit unserer, wie ich es eben genannt, mit unserer Adventscreme. In der Weihnachtsgrillerei gibt es manche Leckerei. Zwischen Speck und Milch macht so mancher Knilch eine riesengroße Sauerei. In der Weihnachtsgrillerei. Ich hatte mir vorher noch mal eigentlich nicht mehr zu singen, aber naja, so ist es mit guten Vorsätzen, ist ja noch nie Silvester. Jetzt kommt der anspruchsvollste Teil von der ganzen Geschichte, und zwar die Dinger zusammenrollen. Wir haben sie gottlos schon vorgeschnitten, dadurch ist er total relaxed. Und zwar nehmen wir sie uns von der breiten zu schmalen Seite und rollen die uns jetzt so zu so kleinen Hörnchen. Nochmal für Listen und Repeat. Breite Seite zusammenrollen und zur Seite legen. Jetzt bepinseln wir die immer großzügig mit Milch. Na, trau dich. Die müssen wir mal so ein bisschen festdrücken hier in den Teig drin, dass sie uns nicht gleich runterfallen. Die Milch hilft uns zwar ein bisschen dabei, aber das Beste ist, wenn man das so ein bisschen mit den Fingern nimmt. Und immer ganz kurz die so andrückt, sonst nehmen wir die nachher runter und die fallen uns gleich in alle Himmelsrichtungen wieder weg. Das wollen wir auch nicht.
sieht schon ja nicht so schlecht aus, wa? Nö, mein Finger ist jetzt auch paniert, na gut. Das sind nur Pistazien, nicht schlimm. Ist noch keiner von dir gestorben, oder? Glaub nicht. So. Toll. Unser Bräukring ist jetzt vorgeheizt auf knapp über 200 Grad. Das passt doch ziemlich gut. Und zwar haben wir indirekte Hitze. Der ist jetzt von unten immer kurz vorgeheizt worden. Das reicht uns soweit. Da sind jetzt die Brenner aber aus. Also rechts den Brenner an, links den Brenner an und die Restunterhitze, die man hat, nutzen. Und lassen wir den bei 200, 220 Grad. Da kommt es gar nicht so genau drauf an. Jetzt Viertelstunde, 20 Minuten. Gucken wir zwischendurch mal nach, wie weit sie sind. Ziehen. Nee, nicht ziehen, grillen. Logisch. Ja, Freunde, ich würde sagen, gültiger Versuch bis dato. Schön braun geworden. Pistazien, seht ihr selber, die können ein bisschen Temperatur ab, ohne dass sie gleich verbrennen. Und jetzt stelle ich die mal so ein bisschen zum Abkühlen. Und dann können wir die gleich wunderbar kosten. Also Zeitnachtrag waren jetzt doch tatsächlich 20 Minuten. Schauen wir mal, ob es was geworden ist. Also toll ausschauen, tut das schon mal. Jetzt müssen wir natürlich noch mal gucken, ob das auch schmeckt. Kombination. Ich glaube, die anderen werden nicht lange überleben. Ich hole mir gleich hinter. Also schmeckt richtig schön, so ein bisschen leicht die Erdnuss. Und die Pistazien und das alles abgerundet mit diesem winterlichen Adventsgewürz. Tolle Sache. Also ich kann euch nur empfehlen, das direkt mal nachzumachen. Ansonsten, wenn das nicht nachmacht oder doch trotzdem nachmacht, lasst mir einfach einen Daumen nach oben da, einen Kommentar. Abonniert den Kanal, falls ihr das noch nicht getan habt. Und deshalb sage ich, bis zum nächsten Mal. Klaus grillt. Feines Grillen Barbecue. Mach's gut!